Faszination, Farbe im Gegenlicht, Glasmalerei der Moderne. Das ist der Titel der aktuellen Sonderausstellung des Badischen Landesmuseums im Karlsruher Schloss. Den Besucher erwarten ungefähr 130 Objekte, davon die Hälfte Glasmalerei und die andere Hälfte Papierarbeiten, weil wir die Glasmalerei zeigen wollen, sowohl im Original als auch im Entstehungsprozess, im künstlerischen Entwurf. Und das sind dann eben die Papierarbeiten. Das Kirchenfenster ist mit Sicherheit nach wie vor die bedeutendste Aufgabe der Glasmalerei. Aber daneben ist Glasmalerei heute auch im profanen Raum oder auch kleinformatig sogar für den privaten Bereich möglich. Thematisiert werden in der Ausstellung auch zeitgenössische Glasfenster, unter anderem die Arbeit von Gerhard Richter für den Kölner Dom, die von Kardinal Meißner wegen ihrer abstrakten Gestaltung kritisiert worden war. Was denkt die Kuratorin darüber? Wenn man sich mit Glasmalerei beschäftigt, zeigt sich, dass dieses Material und diese intensive Farbigkeit, die das Glas hat, an sich schon einen ganz hohen spirituellen Charakter hat und der es die Menschen sehr berührt, sei es jetzt religiös motiviert oder sei es einfach nur aus einem seelischen Empfinden heraus. Und Gerhard Richter hat ja 72 verschiedene Farben, 72 verschiedene Gläser zusammengestellt und hat sie in den Dom hineingebracht. Und dieses Farbspiel, das er damit bringt, das er damit zusammenstellt, das ist schon ganz außergewöhnlich. Und in der Farbwirkung her dann sicherlich für ein Kirchenschiff geeignet.